was für eine wunderbare einleitung und hinleitung zum thema vom abendmahl, wo gott uns einlädt, und dann über diese schöne worte über, dieses, über diese einladung, tut mir leid. wir haben ja die werte in der predigtreihe, Jesus und einander begegnen. Und die Werte, die haben, da haben sich nicht Menschen hingesetzt und sie sozusagen ausgedacht, neu erfunden, sondern man hat sich auf den Grund besonnen. Was ist der Grund? Wie ist Gott und wie hat sich Gott Gemeinde vorgestellt? Wenn jemand ein, eine Firma hat und selbstständig ist, dann kann er für seine Firma Werte ausdenken, wie er möchte. Der kann sich da frei entfalten. Letzten Endes ist es seine Verantwortung. Als Gemeinde können wir uns nicht irgendetwas ausdenken, sondern wir sagen, wie ist Gott und wie stellt sich Gott Gemeinde vor? Und der Wert heute ist einladend. Wir als Gemeinde wollen einladend sein. Und deswegen fand ich das so passend auch mit dem abendmahl dass gott selber uns einlädt ich gebe euch fünf sekunden zeit dass ihr kurz nachdenkt ist unsere gemeinde einladend ihr müsst nicht laut antworten kurz einen überschlag machen ist unsere gemeinde einladend Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis ihr jetzt für euch selber gekommen seid. Ist die Gemeinde einladend oder nicht? Ich habe mich gefragt, warum ist es so wichtig, dass eine Gemeinde einladend sein muss? Wieso können wir als Gemeinde nicht so ein geschlossener Zirkel sein, so ein geschlossener Kreis, wo keiner mehr dazukommen soll? Wir bleiben nur für uns unter uns und es darf keiner mehr dazukommen. Warum muss Gemeinde einladend sein? Wir hatten das eben schon gehabt mit dem Abendmahl. Ich habe den jetzt an. Und vielleicht einfach die nächste Folie. Weil Gott selber einladend ist. Gott ist einladend. Wir lesen auf den ersten Seiten. In der Bibel schon, dass Gott einlädt. Wir lesen dort, dass Gott die Erde schafft, dass Gott die Erde gemacht hat. Wunderbar. Ich glaube, solche Orte können wir uns auf unserer Erde nicht vorstellen, wie Gott damals die Erde geschaffen hat und den Menschen in dieses Paradies hineingesetzt hat. Und wenn wir die Bibel so lesen, dann merken wir, dass Gott wie ein Gastgeber für den Menschen ist. Gott bereitet alles wunderbar, wunderschön vor und dann setzt Gott den Menschen in das Paradies hinein. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ihr überall auf dieser Welt gewesen seid, was für schöne Orte ihr gesehen habt, aber so einen Ort habt ihr garantiert noch nie gesehen, wie es den Paradies gab. Und Gott selber bereitet alles vor und Gott selber freut sich daran, dass er den Menschen einladen kann und diese wunderbare Atmosphäre schaffen kann und zeigen kann: guck mal, ich lade dich ein, fühl dich wohl bei mir, das ist alles für dich gemacht, alles für dich vorbereitet. Wunderbar, wenn wir diese ersten Seiten in der Bibel lesen, wie Gott es alles wunderbar gemacht hat. Gott hat den Menschen nicht in eine Sandwüste mit einer Schaufel gestellt und hat gesagt: mach dir was Schönes daraus. Er setzt ihn in ein Paradies. Wunderbar. Und Gott selber ist der Gastgeber. Und bis heute ist eigentlich Gott der Gastgeber. Und wir Menschen, wir sind auf dieser Erde nur Gäste. Wir sind auf dieser Welt nur Gäste, weil Gott uns einlädt. Wenn wir weiter in die Bibel schauen, auf den letzten Seiten der Bibel, dort sehen wir auch wieder, dass es um eine Einladung geht und das heißt dort und der Geist und die Braut sprechen Komm und wer es hört der spreche Komm und wen dürstet der komme wer da will der nehme das Wasser des Lebens umsonst wenn ich diesen Vers lese kriege ich Gänsehaut der ewige Gott lädt Menschen ein uns sündige Menschen uns kleine Würmlein lädt der ewige Gott ein warum er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Deswegen lädt Gott immer wieder ein. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass dieser Ruf äh, zu lesen ist, dass Gott sagt, komm, komm zu mir, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Der einladende Ruf Gottes, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und man könnte das so formulieren, Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen ist eine Einladungsgeschichte. Wo Gott immer wieder einlädt und wo Gott immer wieder sagt, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und Jesus gebraucht immer wieder welche Beispiele, um das Reich Gottes deutlich zu machen? Eine Hochzeit. Zu einer Hochzeit gehören Gäste. Und Jesus macht damit immer wieder deutlich, Gott ist immer der Einladende. Gott lädt ein ohne Ende und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, Gott möchte, dass wir Kontakt mit ihm haben. Wenn ich jetzt jemand einladen würde, sagen wir mal, ich lade Alex ein zu mir und ich schicke aber Andreas und ich sage, Andreas, kannst du Alex sagen, dass ich ihn zu mir einlade? Ähm, was würde Alex vielleicht denken? Alex würde denken, okay, äh, warum lädt er mich nicht persönlich ein? Das schickt jetzt Andreas. Aber ich denke, Andreas ist ein solider Mann, glaubenswürdig, äh, vertrauenswürdig. Wenn er ihm das sagt, dann wird Alex auf Andreas hören. Und trotzdem könnte Alex vielleicht denken: hm, Wieso kommt er nicht persönlich, oder? Wir lesen das durch die Bibel hindurch, dass Gott vertrauenswürdige Menschen, Propheten immer wieder zum Volk Israel geschickt hat, die immer wieder eingeladen haben, zum Volk Israel gesagt haben: Komm, komm. Und die haben gesagt: Nee, wer sind diese Menschen? haben auf diese Einladung nicht gehört und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott sagt: Jetzt schicke ich aber meinen Sohn höchstpersönlich. Jetzt schicke ich jemand, der aus dem Himmel kommt und ich lade die Menschen ein und dieser Ruf von Jesus, den Jesus dann ausspricht: Kommet her zu mir alle, kommet her zu mir alle. Das ist das, was Gott uns Menschen immer wieder mitteilen möchte. Die Einladungsliste Gottes ist radikal offen. Radikal offen. Alle Menschen sind eingeladen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Überlegt euch mal für euch persönlich, privat zu Hause, welche Gäste habt ihr so im letzten Jahr alle eingeladen? Waren das Fremde gewesen, irgendwelche Leute, oder waren das in der Regel Gäste gewesen, die euch auch immer wieder einladen, die euch vertraut sind? Man lädt selten Leute ein, einfach so, oder? Die man das erste Mal begegnet, kommt zu mir nach Hause. Gottes Gästeliste ist radikal offen. Er lädt alle ein. Da ist kein Unterschied. Er geht durch alle Länder, durch alle Kontinente und dieser Ruf, wie wir vom Missionar auch gehört haben, allen Menschen ist dieser Ruf, geht an dieser Ruf hinaus und alle Menschen sind herzlich eingeladen. In der Bibel finden wir auch immer wieder Menschen, von denen es keiner gedacht hätte, dass sie diese Einladung annehmen. Wir lesen in der Geschichte mit Israel, dass Gott Israel einlädt und Israel möchte irgendwie nicht, schlägt diese Einladung aus. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament, dass die Menschen, von denen wir das eigentlich nicht vermuten würden, dass die plötzlich sagen, ich komme. Ein Beispiel, der Mann, der mit Jesus am Kreuz hing. Stellen wir uns nur kurz die Situation vor. Er hängt dort am Kreuz, hat sein ganzes Leben verbockt. Vermutlich von klein auf, ich weiß es nicht, vielleicht seinen Eltern schon Kummer gemacht. Von klein auf falsche Freunde, falscher Weg und jetzt hängt er am Kreuz, ist unter das Todesurteil geraten und er hängt dort und er sagt: Ich hänge hier zurecht, ich habe es verdient. Mein ganzes Leben verbockt. In der letzten Minute sagt Jesus zu ihm: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt das zu ihm, weil er in letzter Minute kapiert hat, diese Einladung, sie gilt auch mir. Vermutlich würde kein Mensch, der diesen Menschen kannte, sagen: Der hat sein ganzes Leben hindurch immer nur falsche Entscheidungen getroffen. Alles falsch gemacht. Keiner würde vermuten, diesen Mann irgendwann mal im Himmel wiederzufinden oder dass er einmal noch wenigstens eine vernünftige Entscheidung trifft und dass alles sozusagen wieder gerade biegt. Und wenn jemand vielleicht Zweifel hat und sagt: oh, Ich weiß nicht, ob Gott mich annimmt, ob ich dieser Einladung folgen kann, ich habe noch nicht so viel getan für Gott, ich muss noch besser werden, ich muss vielleicht noch ein bisschen gescheiter werden, dann schaut auf diesen Mann. Denn letzter Minute und vor allem, ich bewundere diesen Mut dieses Mannes, der mutig genug war und hat gesagt: Diese Entscheidung, diese Einladung gilt auch mir und ich darf zugreifen, ohne dass ich irgendwas machen muss, ohne dass ich mich bessern muss. Ich darf einfach zu langen und ich bin eingeladen. Der Tod Jesu ist zu kostbar, als dass er nicht allen Menschen wirklich gelten sollte. Deshalb durchbricht der durchbricht Gott mit seiner Einladung alle kulturellen, alle gesellschaftlichen, alle sozialen Strukturen mit seiner Einladung und sagt kommt alle, alle altersschranken, alle barrieren, die werden eingerissen, eingebrochen mit dieser Einladung. Wir Menschen, auch wir gläubige Menschen, wir können manchmal in ein Abgrenzungsdenken fallen dass wir uns abgrenzen voneinander, auch innerhalb der Gemeinde. Sei es durch Sympathie, sei es aus Kultur, aus Bildung, sozialer Status, wie auch immer. Auch uns kann das passieren, dass wir in so ein Abgrenzungsdenken fallen. Aber die Einladung Gottes, die sprengt diese Grenzen und sie möchte diese Grenzen abbauen. Und gerade in der Gemeinde sehen wir das eigentlich. Wir sitzen hier zusammen und man sieht, Vermutlich, wenn es den Glauben nicht gäbe, würden wir nie in dieser Konstellation hier so zusammensitzen. Niemals. Wir würden alle andere Wege gehen und wir sind nicht aus erster Linie aus Sympathie zueinander hier im Gottesdienst. Auch nicht, weil wir vielleicht die gleiche Geschichte, Historie haben oder weil wir am Sonntag einfach Gesellschaft brauchen. Sondern die Einladung Gottes sorgt dafür, dass wir hier sind und wir sind diesem Ruf gefolgt. Die Einladung Jesu Christi ist der Grund. Und diese einladende Haltung, die sollte die DNA unserer Gemeinde werden. Die sollte in unser Blut übergehen, dass wir einladend sind, auch anderen Menschen gegenüber. Und wir haben gelesen bei diesem Vers: Und wer es hört, der spreche kommen. Das heißt, wir haben es gehört, wir sind dieser Einladung gefolgt. Jetzt ist es an unserer Reihe, diesen Ruf weiterhin auszusprechen einzuladen, komm. Ich möchte das eben an dieser Stelle auch tun. Ich weiß nicht, ob du persönlich Jesus Christus schon kennst. Ich weiß nicht, ob du dieser Einladung gefolgt bist. Aber denk einmal kurz jetzt darüber nach. Jesus ruft dich, Gott ist ein einladender Gott. Und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte dich persönlich kennenlernen. Er lädt dich ein. Lass dich einladen. Lass dich auf Gott ein. Und es ist auch gut, wenn wir durch unsere Gruppen, die wir in der Gemeinde auch haben, sei es Jugend, sei es Kinderstunde, sei es Technik, dass diese einladende Haltung sich durchzieht, dass sie überall zu finden ist, dass sie überall merkbar ist. Lasst uns als Gemeinde eine einladende Atmosphäre schaffen. Dazu gehört natürlich eine freundliche Begrüßung, vielleicht an der Tür. Dazu gehört manchmal auch ein Smalltalk, ein beiläufiges Gespräch sozusagen, ein Wahrnehmen von Gästen, dass man sieht, wer ist da, wer ist neu vielleicht, ein auf Gäste zugehen und vielleicht auch den ersten Schritt zu machen, nicht zu warten, bis, man, bis jemand auf einen selber zugeht. Und vielleicht, die wir auch schon länger in der Gemeinde sind, lasst uns das vielleicht neu uns zu eigen machen. Dass wir den ersten Schritt machen, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir nicht warten. Vielleicht bedeutet das, wenn Gäste da sind, ihnen während, der, während dem Gottesdienst einiges zu erklären. Was machen wir? Wie läuft unser Gottesdienst ab und so weiter? Und dazu gehört eben auch, dass man sich ein bisschen von sich selber löst. Dass man von sich selber wegkommt und merkt, der andere braucht mich. Ich möchte auf ihn zugehen, ich möchte ihm helfen, ich möchte ihm diese einladende Wärme zeigen. Weil der Ansatz Gottes einladend ist, wollen wir als Gemeinde auch einladend sein. Vor einiger Zeit gab es ja in der Politik die Debatte um die Willkommenskultur Deutschlands. Wie nehmen wir Menschen auf, die aus anderen Ländern kommen? Und dann gibt es, gab es im Fernseher... Viele Menschen, die dann Plakate hochgehalten haben, welcome, refugees oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob wir das mal in eine Gemeinde einführen sollten, so dass jemand mit Plakaten steht, wäre vielleicht zu weit gegangen, aber es muss, müssen nicht Plakate sein, es kann ein freundliches Aufeinanderzugehen sein, ist vielleicht viel sinnvoller und mehr als so ein Plakat. Womit beginnt eine einladende Haltung? Womit beginnt sie? Wenn wir jetzt sagen, gut, wir wollen einladend sein, wo fangen wir an? Nicht mit Plakaten. Ich habe nachgedacht und ich bin, ich dachte, das wäre eigentlich der Punkt, wo man hinkommen sollte, dass man ein positives Menschenbild zunächst mal gewinnt ein positives menschenbild man könnte auch sagen sieh den menschen wie gott ihn sieht mit positivem menschenbild meine ich natürlich nicht ähm, wie viele philosophen uns weismachen wollten dass der mensch im kern gut ist und nur die umstände machen ihn schlecht und so weiter das meine ich damit natürlich nicht wir wissen auf den ersten Seiten der Bibel schon, dass der Mensch in Sünde gefallen ist und dass der Mensch ein Sünder ist. Und dass der Mensch Böses tut, das muss man keinem erklären. Wir Menschen, wir tun viel Böses und Gott weiß es noch viel besser als wir, dass wir gefallene Sünder sind. Und dennoch sieht Gott in uns Menschen etwas Kostbares und Wertvolles. Dennoch sieht Gott den Wert in uns und sagt, es lohnt sich, für diesen Menschen alles zu geben und ihm seine Liebe zu zeigen. Dennoch ist Jesus bereit, sein Leben zu geben, weil er diesen Wert in uns Menschen sieht, diesen ewigen Wert, den unsere Seele hat. Bei einer Begebenheit, wir haben das auf der Folie, dort begegnet Jesus einem Mann das heißt dort, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Gewann ihn lieb bedeutet nichts anderes. Er sieht diesen Ewigkeitswert in dieser Person. Er sieht, dass er liebenswürdig ist. Er sieht, dass es sich lohnt, auch für diesen Menschen alles zu geben und alles zu tun. Und das heißt dann weiter, und er sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann wieder die Einladung, komm und folge mir nach. Jesus lädt ein, Jesus sieht in uns Menschen diesen Wert, sehen wir immer in allen Menschen diesen Ewigkeitswert, sehen wir, dass es Menschen wertvoll sind. Wir sehen, dass es bei uns auf der Erde viel Krieg und viel Mord und viel Totschlag gibt. Wenn wir diesen, dieses positive Menschenbild haben würden, wie Gott es in uns sieht, dann würde es nicht dazu kommen. Dann würden wir Menschen auch nicht mit Worten verachten, sondern wir würden Menschen einladen, wir würden diese Menschen lieben, wie Gott uns geliebt hat. Jesus sieht uns exakt so, wie wir sind. Er sieht uns nicht besser, als wir sind. Er sieht uns auch nicht schlimmer, als wir sind. Er sieht uns ganz genauso, wie wir sind, und er sieht diesen ewigen Wert. Und es lohnt sich, dass wir über das, was am Kreuz passiert ist, dass wir immer wieder neu darüber nachdenken und uns mit dieser Liebe füllen lassen. Ich habe diese Liebe nicht von mir aus. Ich kann diese Liebe von mir aus nicht aufweisen. Ich bin darauf angewiesen, dass ich immer wieder zu Jesus gehe, dass ich zum Kreuz komme und sage: Vater, füll mich mit dieser Liebe. Ich brauche diese Liebe. Wenn es nur um meine persönliche Liebe geht, die ist so kurz, ich muss einmal schlecht geschlafen haben, schon hat man schlechte Laune, oder? Fülle mich neu mit dieser Liebe zu meinem Nächsten, zu meinen Menschen. Und diese Liebe, sie ist mehr als nur Sympathie. Diese Liebe ist mehr als dass wir merken, oh, wir sind auf einer Wellenlänge. Diese Liebe, die will sogar die Antipathie überwinden dass wir Menschen, wo wir denken, mit dem komme ich nie auf den grünen Zweig, dass wir merken plötzlich, ich liebe diesen Menschen. Gott hat ein positives Menschenbild, obwohl er unsere sündige Natur kennt. Lasst uns Menschen mit der gleichen Liebe begegnen und lasst uns darum ringen, dass wir gefüllt werden mit dieser Liebe Jesu Christi. Bei einer anderen Gelegenheit ist Jesus der Einladende. Gott lädt ein, Gott lädt immer wieder ein, aber wir sehen auch, dass Jesus im Neuen Testament sich einladen lässt. Und zwar von wem lässt er sich einladen? Es heißt dort, es bat ihm einer der Pharisäer mit ihm zu essen und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Obwohl wir in der Bibel lesen, dass die Pharisäer ziemlich gemein und fies zu Jesus waren und ziemlich schnell Jesus angefeindet haben, Lässt Jesus sich einladen von ihnen. Warum? Weil er diesen positiven Blick auf diesen Menschen hat und sagt: Auch diese Menschen haben es, äh, lohnt sich für die zu sterben, lohnt sich für die alles zu geben und sie einzuladen. Er ging zu den Zöllnern ins Haus und er hat nicht einen negativen Blick auf Menschen gehabt, aufgrund ihrer Tätigkeit oder aufgrund ihrer Herkunft. Ganz werden wir es wahrscheinlich nie überwinden auf dieser Erde. Aber lasst uns darum ringen und lasst uns darum kämpfen, dass wir immer wieder neu gefüllt werden von der Liebe Jesu Christi. Man könnte das vielleicht so ein bisschen mit so einem ähm, Rohdiamant vergleichen. Auf den ersten Blick scheint es hier so, dass es eigentlich nur Dreck ist. Und viele, die das nicht wissen, was da ist und ähm, sich damit nicht auskennen, die würden das wahrscheinlich wegkippen. Aber das ist eine Diamantmine, wo Menschen im Dreck wühlen und nach Diamanten suchen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Bild, das Gott auf, oder dass die Bibel auf uns Menschen hat, dass Gott auf dieser Erde sucht nach Diamanten. Und dieser Diamant ist ja zunächst erstmal ein Rohdiamant, der gar nicht so sehr toll aussieht. Und dann, wenn er geschliffen wird, wenn er seine Endgestalt hat, dann sind Menschen bereit, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben. Gott sucht uns und er sieht den Wert in uns. Er sieht den Wert in jedem einzelnen Menschen. Die einladende Haltung und die Gastfreundschaft, die sollte auch nicht nur vielleicht auf dieses Gebäude beschränkt sein. Und nicht nur hier zu finden sein, sondern sie geht darüber hinaus. Nicht nur in der Gemeinde wollen wir Gastfreundschaft üben, sondern Gastfreundschaft auch zu Hause praktizieren. Ein ganz wesentlicher Bestandteil des christlichen Charakters ist die Gastfreundschaft. Und ich war. Überrascht, obwohl ich das kenne, wie viel die Bibel eigentlich appelliert an uns, dass wir gastfreundlich sein sollen. Das heißt dort an zwei Stellen über Älteste Vorsteher einer Gemeinde, dass sie gastfreundlich sein sollen. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern würdig, gastfrei. Dann Titus 1,8, denn ein Bischof soll gastfrei sein, explizit. Und dann werden drei Stellen erwähnt an alle Christen, an alle Gläubigen. Seid gastfrei untereinander ohne Murren, 1. Petrus. Dann Hebräer, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Schon recht häufig dass es explizit erwähnt wird, dass wir gastfreundlich sein sollen. Ähm, Gastfreundschaft in der Antike, wenn man sich Gedanken macht, wie war Gastfreundschaft früher, vor 2000 Jahren in etwa oder davor und danach, ähm, dann war Gastfreundschaft sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, es heißt in einem Buch, ähm, ich habe das Zitat mitgebracht, das Buch heißt, ähm, Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum. Und da schreibt jemand, Gastfreundschaft wurde in der Antike groß geschrieben. Sie war eine der obersten Pflichten. Wer an fremden Türen klopft, fand Bett und Brot, denn jeder Bürger musste Reisende von gleichem oder ähnlichen Stand in seinem privaten Haushalt unterbringen. Sich dieser Pflicht zu verschließen, war frevel. Die Götter der Antike bestraften Ungastlichkeit, belohnten aber jene, die ihr Haus mit anderen teilten. Also, wir sehen hier generell in der ganzen Gesellschaft sozusagen, war es eigentlich ein etwas Angesehenes, war es etwas Ehrenhaftes, Gäste aufzunehmen und zu beherbergen und zu bewirten. Hiob, der mit seiner Krise fertig werden musste, der. Stark zu leiden hatte, bekommt Besuch von seinen Freunden und die sagen: Du musst gesündigt haben, sonst ist das nicht anders zu erklären. Und Hiob ähm, sagt dann: Nein, das kann nicht sein, ich bin mir keiner Sünde bewusst. Und unter anderem sagt Hiob: Kein Fremder durfte draußen zur Nacht bleiben, sondern meine Tür tat ich dem Wanderer auf. Es war auch ein, mit einer der Erklärung. Ich habe für allen die Türen offen gelassen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. In der frühen Kirchengeschichte ähm, gab es einen, ähm, einen Lehrer, einen christlichen Lehrer, und er sagt, in ihr sozusagen der Gastfreundschaft tritt die Menschlichkeit nach außen in Erscheinung, sodass der Fremde nicht ohne Obdach bleibt. Liebevoll aufgenommen wird, dass sich ihm bei seiner Ankunft die Türe öffnet. Es dient sehr dem Ansehen vor aller Welt, wenn Fremde in Ehren aufgenommen werden, ihnen nicht die freundliche Einladung an den gastlichen Tisch versagt bleibt, man ihnen entgegeneilt mit großartigem Anerbieten, wenn man sogar Ausschau hält nach ankommenden Fremden. Das wurde explizit gelehrt, dass man nicht einfach nur bei Gelegenheit Gäste hat, sondern es das heißt hier, es ist ehrenhaft und wenn man sogar schaut, wen könnte ich einladen? Das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt Liebe zum Fremden oder Fremdenliebe, so wird das eigentlich übersetzt. Jetzt eine Frage: Wie lange ist ein Fremder fremd? Erste Begegnung oder bis man ihn einlädt. Danach ist er nicht mehr fremd. Menschen, wenn Menschen damals unterwegs waren, dann waren die Strukturen nicht wie heute. Sie waren Gefahren ausgesetzt, sie mussten weit reisen. Man konnte nicht schnell googeln, wo ist das nächste Hotel. Man konnte nicht schnell den Weg nachschauen im Internet äh, oder anrufen. Man konnte sich ja nicht mal ankündigen. Plötzlich stand der Gast vor der Tür. Er ist vielleicht weit gereist. Ähm, wenn wir das unter diesem Aspekt auch sehen, was in der Weihnachtsgeschichte zu lesen ist, plötzlich stehen Menschen vor der Tür und die Frau sagt: Ich bin schwanger. Und wenn wir das unter diesem Aspekt sehen, dann merken wir auch, Gastfreundschaft jemanden zu verweigern, das war eigentlich ein Unding. Und wir sehen auch, was für ein Staat sozusagen Jesus hatte, der sogar dem sogar diese Gastfreundschaft verwehrt geblieben ist. Und ich glaube, wenn diese Menschen im Nachhinein erfahren hätten, wen sie dort abgewiesen haben, ich glaube, sie hätten sich geschämt und Vorwürfe gemacht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Viele ältere Geschwister hier kennen vielleicht auch noch die Gastfreundschaft aus Mittelasien, wo man sich spontan besucht hat, wo man nicht groß äh, sich vielleicht angekündigt hat. Plötzlich stand man vor der Tür und dann abends wenn es spät war dann auch. Oh, ich bleibe zur Nacht und dann musste man ein Bettenlager errichten. Ähm, das war nicht untypisch ähm, und dann wenn man vielleicht noch Kontakt zu Einheimischen hatte dort in weiß nicht Kirgistan, Kasachstan, man kommt zu Besuch, dann wird das beste Schaf geschlachtet und man bekommt das Beste vorgetischt. Ähm, die Umgangsformen haben sich heute natürlich vielleicht etwas geändert. Die Technik ermöglicht uns, dass wir uns ankündigen, dass wir nachfragen, dürfen wir kommen. Das hat sich alles etwas gewandelt. Die Frage für uns bleibt trotzdem, wie praktizieren wir Gastfreundschaft? Wie schaffen wir das umzusetzen? Menschen aufzunehmen, ihnen die Gastfreundschaft zu zeigen. Die meisten von uns haben ein schönes Haus, ein großes Haus. Und Gastfreundschaft ist nicht dazu da, um sein, mit seinem Haus zu prahlen, zu gucken, wie schön man es eingerichtet hat, sondern es geht darum, wie wir es hier gelesen haben, um die Menschlichkeit. Es geht darum, auch aus der Antike her Menschen Schutz zu bieten, mit Menschen Gemeinschaft, Kontakt zu haben, Anteil aneinander zu haben, damit Menschen nicht in die ähm, schlimme Lage, in äh, gefährliche Lage kommen, damit man auch das Zusammengehörigkeits... Gefühl als Mensch hat. Jedem von uns könnte mal was passieren, dass wir plötzlich eine Unterkunft brauchen. Dann sind wir auch froh, wenn Menschen uns einladen, auch wenn es total spontan ist. Gastfreundschaft lässt auch ins persönliche und gewisserweise auch ins intime blicken. Man öffnet sich ein Stück weit, man lässt Menschen Einsicht haben in dem, wie man lebt. Man zeigt, wie man zu Hause es sich eingerichtet hat. Ähm, mein Schwiegervater, ich habe ihn explizit gefragt, äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ähm, wenn er Gäste einlädt, der zeigt den letzten Winkel im Haus. Äh, er geht einmal komplett, auch wenn er zum ersten Mal den Menschen begegnet, zeigt ihm alles. Und es gab manchmal lustige Begegnungen, wo er Gäste auch sogar ähm, seine Matratze präsentieren wollte. Er hat eine so Massagematratze bekommen und seine Gäste dort reingelegt hat und sie durften Probe liegen. Und ähm, er fühlte sich stolz, äh, dass er so eine gute Matratze hat. Und ähm, er zeigt wirklich jeden Winkel im Haus. Andere sind dagegen vielleicht etwas verschlossener und sagen, nee, nicht überall. Ähm, da wechselt und wandelt sich das zum Teil auch die... Gästekultur oder die Willkommenskultur, wie, wie wir sie bei uns haben. <laughs> Als wir in Lörrach gelebt haben, da gab es zu, kam es zu einer Situation, dass äh, plötzlich ein Freund von uns unerwartet vor der Tür stand und ich habe ihm die Tür geöffnet und er musste mit einem Riesensatz Wäsche zu uns reinkommen. Ähm, meine Frau war gerade nicht zu Hause. Ähm, später kam sie. Und sie hat einen Schock bekommen. Was, so hast du ihn reingelassen? Ja, was soll ich denn machen? Äh, die Tür zuschließen oder was? Und äh, dann hat sie gesagt: Mensch, was wird er denken? Wie sieht es bei uns aus? Und so weiter. Ich sage: Ich werde mal fragen. Bei nächster Gelegenheit habe ich ihn gefragt: Du, ist dir letztens bei uns irgendwas aufgefallen? Er hat noch so überlegt: Nö. Ähm, jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist sehr höflich und freundlich und wollte unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Oder er ist ein Mann und hat wirklich nichts gemerkt. Also ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, Männer haben das da manchmal vielleicht weniger mit Mühe, wenn es da gerade nicht so aufgeräumt ist. Das fängt ja schon manchmal beim Jugendzimmer an. Ich habe meine Frau manchmal sehr herausgefordert, wenn ich spontan Gäste eingeladen habe. Es heißt, seid gastfrei ohne Murren in der Bibel. Gästempfangen empfangen bedeutet Vorbereitung, bedeutet manchmal Arbeit, wenn sie sich angekündigt haben. Wenn wir an die Zeit von damals denken, da steht plötzlich ein Gast vor der Tür. Du hast keinen Kühlschrank, du hast keine Vorräte. Das heißt, du fängst an, bei den Nachbarn alles zusammenzusammeln, bis du alles vorbereitet hast. Das war viel Arbeit gewesen. Dann musst du noch gehen, vielleicht ein Schaf schlachten. Und das hat sich um Stunden gehandelt. Und das war viel Arbeit gewesen. Und deswegen vielleicht auch dieser Hinweis in der Bibel, sei gastfreundlich gegeneinander ohne Murren. In Römer, den Vers, den haben wir eben gelesen, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Ich überspringe diesen Teil etwas. Dieses Wort übt Gastfreundschaft ist im Urtext eigentlich ein viel, viel stärkeres Wort. Das heißt, strebt danach, tut alles, dass ihr gastfreundlich sein könnt. Ich möchte kurz abschließend auf zwei Aspekte noch eingehen, die auch in diesem Zusammenhang stehen. Einmal der Vers, es heißt dort in Matthäus 25, und stellen wir uns einmal diese Situation vor, wenn aber der Menschensohn kommen wird, sagt Jesus, wird in seiner Herrlichkeit wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich stelle mir diese Situation vor, alle Welt wird gerichtet und Jesus sitzt in seiner Herrlichkeit und die Frage ist nicht, wie viel hast du gespendet, die Frage ist nicht, wie oft bist du im Gottesdienst gewesen, sondern die Frage ist, hast du menschen geholfen hast du ihnen diese menschlichkeit gezeigt hast du sie eingeladen wie gott menschen einlädt das ist etwas was ich auf jeden fall noch lernen muss für mich und festgestellt habe dass da noch luft nach oben ist vielleicht ist es auch für uns als gemeinde ein guter zeitpunkt das auch noch mal neu zu lernen ob hier als Gemeinde, ob im privaten, dass wir einander einladen, dass wir einladend sind. Und vielleicht können wir einfach blind die Augen zumachen, auf jemanden tippen und ihn einladen. Probiert das mal aus. Ein zweiter Aspekt, und damit komme ich langsam zum Schluss. Lukas 14. Er sprach auch zu dem, die ihn eingeladen hatten: Wenn du ein mittags- und Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie nicht etwa wieder dich einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme, verkrüppelte, Lahme, Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es zu, dir zu vergelten. Es wird aber dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Das ist auch etwas, was ich lernen muss. Man lädt oft die ein, mit denen man einen guten, geselligen Abend hat. Aber Menschen einzuladen, einfach die Not haben, die, wie es hier heißt, die vielleicht nicht so viel eingeladen werden. Das ist eine Herausforderung, ich glaube auch als, für uns als Gemeinde. Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns das zu unserem ins Blut übergehen, zu unserer DNA der Gemeinde und auch für uns persönlich machen. Und der letzte Vers, der uns auch nochmal motivieren möchte, ähm, den habe ich offenbar nicht mitgebracht, den lese ich aber vor, äh, den hatten wir vorher schon gelesen. Hebräer 13, 12, dort heißt es, gastfrei zu sein, vergesset nicht. Warum nicht? Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Menschen haben Fremden die Tür geöffnet, wussten nicht, wer diese Menschen sind. Es stellt sich im Nachhinein heraus, dass es Engel waren. Die Frage an uns, kann uns das heute auch passieren? Vielleicht auch in dem Sinne, dass wir jemand einladen, vielleicht zum ersten Mal, und wir im Nachhinein plötzlich erkennen, dass es eine wertvolle Beziehung mit diesen Menschen ist. Dass wir in dem Sinne erkennen, das ist wie ein Engel, wie ein Gesandter Gottes. Natürlich sind hier Engel auch im eigentlichen Sinne gemeint im Vers, aber manchmal merken wir, wie wertvoll Beziehungen sind. Hätten wir nie diese Person eingeladen, hätten wir diese Beziehung gar nicht. Und wir merken, wie gut und wie gut sie uns tut und wie wertvoll und wichtig sie für uns ist. Und wir erleben den Segen der Gemeinschaft mit ihnen. Lasst uns Gott nachahmen indem wir einladend und gastfreundlich sind. Amen.